Hallo Freunde, hier ist wieder Martin und ich will euch wieder ein kleines Spielchen vorstellen, einen kleinen Mittagssnack wieder für zwischendurch. Ich habe euch ja schon das komische Spiel Robo 4 vorgestellt, bisschen viel mit Fäkalien zu tun hatte, ne? Und jetzt gibt es hier noch Dead and Me. Das ist also der Papa Serienkiller mit seinem Sohn Serienkiller und schickt dieses Kind am Tag, während er arbeitet, auf den Spielplatz und in den Park. Und das kleine Serienkillerkind, ja, das soll sich da ein bisschen austoben, ne? Und ich zeige euch mal, wie verrückt dieses Spiel ist. Auf den Weg zum Spielen. So, mit den Pfeiltasten gehe ich. Mit S und A kann ich halt zukloppen und Sachen aufheben. Welcome to the Elmo and Hands Park. Und da ist gleich eine Sandburg. Und die mag ich nicht. Halt deine Kusche, Kind. So. Na, Markus? Weiß der hier nämlich? Okay. So. Sandkiste ist seine. Also geht er weiter. Ach, und hier gibt es noch ein bisschen. Warte mal ab. Oh. Noch ein Kind weg. Hat noch nicht. Wo ist es? Warte. Kommt hier einfach noch eins? Hallo? Oh. Daut. Oh. Das war ja ordentlich. Mit dem Messer sogar. Ah, jetzt kommt der Held vom Spielplatz hier. Boah. Ich mache mich selber kaputt. Hier gibt es auch so einen Rage-Modus. Und besser ich Kombos mache und mehr Kombos mache, umso. Er sieht oben links, füllt sich dann mein Rage-Modus. Und wenn ich den habe, dann, ja, drehe ich durch, habe noch krassere Kombos und Power, sozusagen. Hopp, 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 ins Gesicht. Dann muss er bald fertig sein, oder was? So, Wilbu ist erledigt. Also diese Hackfressen hier. Ich habe eine Hackfresse, weil ich so gerne Hack esse. Die Jungs und Hackfleisch-Songs sind echt lustig. Müsst ihr euch mal reinziehen bei YouTube. So, weiter. Oh, Kind. Oh, ich mag dein T-Shirt nicht. Randy, deine Arme mag ich auch nicht. So. So, auf jeden Fall. Ist das erstmal bereinigt hier? Oh, ein Kind auf der Schaukel. Meine. Das ist genauso blöd wie das andere. Aber es sind weniger Fäkalien vorhanden. Wie alles bei Robo. Robo 4. Kannst du kacken, spucken. Jetzt bin ich im Rage-Modus. Man kann hier irgendwie wohl schneller laufen. Ronald mit dem Helm. Der hat mir nicht viel geholfen. Ich kann mir auch. Oh, es macht Spaß. Auf dem Fußballplatz. Yay! Yeah. Hallo? Na? Das ist trotzdem noch lustig bei der Tore. Also, kann man den Ball klauen? Ja, seht. Die Story ergibt sich hier bei mir jetzt auch nicht. Erklärt sich bei mir auch nicht. Ich bin vom Papa Serienkiller abgeliefert. Und drehe hier auf dem Spielplatz durch. Und bin hier schon die ganze Zeit im Rage-Modus. Ich glaube, so lange, bis ich auf die Fresse kriege. So, kann ich den Ball nehmen? Nein. Doch. Was ist hier los? Pfadfinder, Jungs? Oh, schon krank war. Oh, brauche ich gar nicht mehr. Oh, nehme ich mal hoch hier den Typen. Ja. Kann jetzt auch noch rüber? Oh. Das sind die blöde Kinder. Boom. Ich brauche gar nicht viel machen. Wir laufen schön über die Straße. Oh, no. Und? Ja, Winston, danke. Oh. Cool, Rasenmäher. Wo? Oh, siehst du, es hat mich das Kind getroffen hier. Oh, was ist los hier?
Was? Ich bin tatsächlich, glaube ich, im Arsch. Das gibt's nicht. Mit ein paar Gummifallen. Na, er spielt normal, oder was? So, weiter geht's. Oder wieder was? Also von vorne. Oh, von vorne. Geht mit doch nicht. So, ich versuche mal jetzt ein bisschen besser zu sein. An Bord. Ich drücke wirklich bloß A und S. Und hoffe damit, dass ich immer das Richtige treffe. Und tue. So. Was? Wie lange der Fehler aus? Oh, er hat mich schon auf die Fresse. Wilbur. Wer heißt denn auch Wilbur? Ich meine, mit so einem Namen und so einem Gesicht kommt man nicht weiter. Ah, na gut. Na. Ist der doof oder was? Oh, jetzt gibt's hier aber auf die Fresse. Das geht jetzt mal ein bisschen schneller, wa? Das ist mein Spielplatz. Genau. Ah, Rage Mode wieder. Na? Genau. Na, der ist aber auch fix hier. Bin ich blöd. Ich hau recht dauernd vorbei. Also. So reicht. Boah. Das gibt's nicht, du. Der wehrt sich ja mal. Wie heißt der nochmal? Anton oder was? Okay. Also es ist ein bisschen komisch zu koordinieren, weil die lustigen, witzigen Scheißgehören hier immer auf und ablaufen. Ronald. Also, bringt nix. Oder was? Oder wie? Oder was? Oder wo? Shark ist fertig. Nee, ich hab keine Freunde. Ich will Freunde. Vielleicht will ich jetzt Fußball? Ich kann meine Liebe nicht anders ausdrücken, außer mit der Faust. Oh, Rage Modus. Jose. Das läuft so, ja, was? Da kommt doch gleich dieser Spinner mit seinen Gummifeilen geschossen wieder. So. Eiskalt bleibt nicht stehen, nur gibt's ja nicht. Oh, das ist ja schon. Ja. Das erledigt sich alles fast von selbst hier. So. Winston? Warte, ich helfe dir, Winston. Oh Mann. Das blöd. Go. Jetzt kommt das Arschloch. Entschuldigung. Wo ist er? James, Alter. Ist das also wie ein Zwischenboss, wie es aussieht? Yeah. So. Das Kind mit der Fliege ist hinüber. Dittit. Hallo, kleines Asiaten-Freundchen. Bist du? Ja, fertig. Oh. Die bringen sich alle selber um, die Jungs. Naja. Oh. Wie ihr seht, es zeigt auch ein bisschen Stumpfheit, dieses Spiel. Aber
einfach mal Spaß haben auf dem Spielplatz. Und das ist ein bisschen anders. Mach mal einen Ball. Boom. Der läuft auch schon wieder so wild durch die Gegend, den ich nicht erwische. Wieder hin, der prallt wieder ab. Die prallen hier ab wie irgendwelche kleinen Bälle. Flipper. Prallt ab. Oh Mann. So. Wer ist er? Milbu oder was? Dominik. Oh. Was ist er hier? Wie mache ich das jetzt? Komm her. So, ich bin gleich wieder im Arsch. Das wird dann wohl gleich wieder gewesen sein, wenn ich weiß, wie ich das hier hinbekomme. Fange ich einfach mal aus. Ja, liebe Leute, und ich bin schon wieder tot. Wie gesagt, auch wieder ein Flash-Spiel umsonst. Das ist von Newsground, newsground.com, das Spiel. Und einfach zu bedienen wie der Pfeiltasten und AS als Schlagtasten. Und es geht immer weiter als 2D-Scroller von links nach rechts. Und ein paar Downs auf die Fresse. Und ja, einfach nur, habt ihr ja gesehen, die Fäuste und das Messer sprechen lassen. Und das auf dem Spielplatz als Sohn eines Serienmörders, denke ich mal. Kind Serienmörder, Vater Serienmörder. Eine romantische Geschichte von Vater und Sohn. Ja, wie gesagt, gefällt mir für zwischendurch. Hobo 4 ist da so also ein bisschen mehr perverser und krasser. Aber muss ja nicht sein, wir sind ja alle schon ein bisschen abgehärtet, ne? Deswegen Dead Me Flash Game einfach suchen bei Google. Ist von Newsground. Kann ich empfehlen für zwischendurch. Also Leute, dann bis bald wieder. Euer Martin. Tschö.